schon was Cooles, wenn es schneit. Hat mich immer schon fasziniert und da kommen so viele Erinnerungen hoch. Erinnerungen an die Kindheit. Meine Geschwister und ich mussten bei jedem Schneefall jedes Fenster im Haus kontrollieren, überall rausschauen, ob es auch ja überall schneit. Und dann natürlich nichts wie raus. Nichts wie raus in den Schnee kontrollieren und alles genießen. Wir waren oft so lange draußen, bis die Skihose gefroren war. Dann sind wir kurz rein, haben eine trockene Hose gesucht und wieder raus, bis das Spiel von neuem losging. Es sind nicht nur Erinnerungen an die Kindheit, die bei jedem Schneefall hochkommen, sondern es erinnert mich auch daran, wie Gott mit uns umgeht. In Jesaja 1, Vers 18 steht, dass Gott sagt, selbst wenn meine Sünde blutrot wäre, so würde es doch weiß wie Schnee machen. Und das fasziniert mich, weil es irgendwie so eine Beschreibung von Gottes Charakter ist. Weiß wie Schnee heißt nicht nur wunderschön zugedeckt. Nein, weiß wie Schnee bedeutet, ja, wenn da etwas Dreckiges drin ist und der Schnee schmilzt, dann ist es weg, absorbiert, fort. Und Gott geht genauso mit uns um. Es ist nicht nur so, dass er einfach alles zudeckt. Nein, er lässt es verschwinden. Es löst sich auf. Es ist fort. So, dass es wieder rein, sauber, unberührt ist.